Hallo Leute, ich bin Lou und wir starten mit Balvenie Nummer 1. Bei unserem allerersten Balvenie handelt es sich gleich um was ganz Besonderes, nämlich um das allererste Batch aus der TAN 1509, 2014 abgefüllt, 47,1%. TAN 1509 hat die Geschichte, 13 American Oak Barrels und 7 Sherry Butts wurden ausgewählt und in der TAN 1509 mehrere Monate verheiratet. 2014, wie gesagt, erstes Batch hat damals die Serie 1401 abgelöst. Ich hatte ja Balvenie bisher so gar nicht auf dem Schirm, deswegen dachte ich mir, so mache ich gleich mal eine ganze Woche. Bisschen intensiven Crashkurs. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal super gut. Das ist ein super Einstieg. Der ist sehr holzig. Ich finde, man kriegt den Sherry so schön raus. Sherry ist immer, finde ich, ein sehr schwer zu beschreibender Geruch, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, brauche ich noch Rotwein, weil es ist ja trotzdem anders, als wenn ich einen Whisky in einem Rotweinfass lagern lasse. Es ist ein bisschen süßer. Trotzdem kein Honig, obwohl doch hier ist auf jeden Fall Honig drin. Der kommt von dem American Oak, finde ich. Beim allerersten Riechen dachte ich mir so, Leim? Das ist immer so die allererste Assoziation, die man mit so einem Ex-Bourbon Cask oder so einem frischen amerikanischen Eichenfass hat. Das liegt einfach an dem extrem süßen, intensiven Holzzucker, den diese amerikanische Weißeiche einfach abgibt. Die gibt davon sehr viel ab. Entsprechend süß wird der Whisky am Ende, nehme ich immer auch. Der hier ist schön holzig, je länger man dran riecht, wird das süßer und es schwankt so zwischen Honig und Zitrusfrüchten, finde ich. Dann kommt immer mal so dieses Sherry-artige, rote, fruchtige raus. Aber trotzdem auch diese gewisse Säure mit dabei. Was ich jetzt als Zitrusfrüchte hatte, könnte auch eine intensive Fruchtsäure sein. So in die Richtung. Aber er ist vornehmlich süß, finde ich. Das Holz tritt dann immer mehr so in den Hintergrund. Ich habe das ja am Anfang gar nicht geschnackelt, dass die gerauchtes Malz für ihren Whisky verwenden. Aber ich finde, hier habe ich gar keinen Rauch dabei. Ich weiß jetzt auch spontan gar nicht. Benutzt Balvenie für alles immer rauchigen Malz? Frage an euch. Kann man machen. Schmeckt gut. Sehr nicht so quietschig süß oder zitronig, säure, zitrusfruchtig, wie ich ihn jetzt gerochen habe. Entspannter, holziger, aber gar nicht bitter, das ist so schön. Holz kann nämlich auch wirklich intensiv und trotzdem lecker sein. Für mich zumindest. Dann kommt so eine leichte Süße raus, aber eher Honig. Jetzt am Ende habe ich auch total Honig auf der Zunge. Erinnert mich an einen anderen Single Malt, von dem ich weiß, dass er genau daneben hergestellt wird. Also diese intensive Honignote. Wurde sogar vom gleichen Mann gegründet, die Brennerei. Aber dazu erzähle ich euch in einem anderen Video ein bisschen was. Ja, holzig, Honig, süß. Am Anfang hat man auch so ein bisschen, ich finde, Sherry gibt ganz oft so einen
historischen Geschmack ab. Also historisch klingt jetzt erstmal total komisch. Aber dann fühle ich mich so, als würde ich in so einem alten Burgmuseum stehen, ne? In diesen alten Räumlichkeiten, wo alles nach Holz und noch so ein bisschen alt riecht. Und das hat so was ganz Eigenes. Ich hatte jetzt auf der Whisky-Messe in Trebsen, das war auch auf so einem schönen Schloss, auf so einer schönen Burg, hatte ich auch einen Brigantia vom Bodensee. Das war auch eine Sherry-Fassreifung und der war auch so total nicht altbacken, aber so, ich kann es nur als historisch beschreiben. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich damit meine, ne? Der ist breit, pompös, barock vom Geschmack her. Das kam hier jetzt auch super schön durch in Kombination mit dem Holz. Da sehe ich alte, holzvertäfelte Rittersäle vor mir und Bibliotheken, alte Ledersessel und einfach so Sonne, die durch mit dicken Vorhängen bestückte Fenster scheint und den Staub glitzern lässt. Und das kommt bei mir, finde ich, immer dann so total hoch. Also nicht quietschig süß, sehr angenehm, sehr reif, sehr breit. Auch sich am Anfang macht er sich ein bisschen pompös, dann zieht er sich wieder ein Stück zurück, lässt schön den sanften Honig auf der Zunge zurück. Geschmacklich total geil, vom Geruch auch. Kleiner Knackpunkt an der ganzen Sache, der Preis. Also wenn ich überlege, was ich jetzt hier gerade getrunken habe, dann blutet mir das Herz, weil, also die Serie hat damals, wie gesagt, die TAN 1401-Serie abgelöst. Die TAN 1401 hat 2010, glaube ich, ihr erstes Batch freigegeben und dann noch 9 weitere Batches erzeugt, produziert, verheiratet bis 2014. Dann kam, wie gesagt, die 1509. Und ich habe mal geguckt, wie viel kostet der denn so ungefähr. Also ich habe das Batch 1 gar nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwo zu kaufen wisst. Ich habe nur Batch 2, 3, 4 und 5 gesehen. Und die lagen alle so bei knapp 300 Euro. Au. Also das tut wirklich echt weh. Das ist sowas, das kann man mal auf einer Messe trinken oder man sammelt es oder man ist total hardcore und sagt sich, kaufe ich mir halt, trinke ich halt. Also super lecker, wirklich tolle Empfehlung, aber preislich einfach überdimensional, nicht in meinem Budget, gar nicht. Und das macht so einen kleinen Knick in die Sache, ne? Also wenn ich nur Geschmack und Geruch bewerten sollte, würde ich sagen, 4 von 4 Punkten, top, super lecker. Preislich aber, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis kann man 3 von 4 Punkten geben, finde ich schwierig, dass ich glaube, der Preis kommt einfach zustande, dass es so wenig davon gibt. Na, das ist ja ganz einfache Marktregel, ne? Gibt nichts davon, kein Angebot da, die Nachfrage ist aber da, also Preis nach oben. Ganz logisch, finde ich, aber wie gesagt, einfach schade, dass es so teuer ist. Weil ich würde gerne mehr davon trinken. Deswegen Preisbewertung 2 von 4 Punkten, Preis-Leistungs-Verhältnis 2 von 4 Punkte, ja, doch auch. Also super leckere Whisky, aber einfach nicht meine Liga vom Preis. Ansonsten super lecker, super Einstieg für die Balvenie Week und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Und bis dahin, Slanji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei, da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa!